Hallo zusammen, ich wollte euch mal ein bisschen was zeigen, wie weit ich bin. Ich habe ein kleines bisschen weitergebaut. Heute schauen wir uns doch einfach den ersten Stock an. Und zwar ist das meine Werkstatt. Natürlich müssen wir Licht machen hier drin, sonst sehen wir gar nichts. Und zwar ist die Werkstatt im ersten Geschoss. Das war vorhin nur meine Decke, also meine Zwischendecke, damit ich auch irgendwo meine Technik verstauen kann. Fangen wir doch mal ganz klein hier an, ein bisschen Kisten und so. Das ist ein Wartungszugang für das hier. Und zwar habe ich mir hier ein kleines Maschinchen gemacht, wo ich einfach schnell neuen Amboss rausbekomme. Tada! Ja, neuer Amboss. Leider habe ich es erst so hinbekommen, dass er mir ein Amboss gibt. Weiter habe ich noch nicht gebaut. Vielleicht kann ich dann mal noch die Ambosse stacken oder so. Aber das geht fürs Erste nicht. Ich finde es einfach ultra cool, dass hier so düng, noch so ein Amboss rauskommt. Leider kriegt er ein bisschen Schaden, glaube ich. Aber das ist nicht so schlimm. Oder ich habe hier einen Gebrauchten genommen. Ja, es ist nicht so schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Platzieren wir den wieder. Ding. Okay. Also, das ist meine Amboss-Ecke. Nee. Ein bisschen dunkel ist hier ja schon. Hä? Ich denke, wir machen hier mal wieder Licht. Da. Dann als nächstes, hier meine Zaubertischecke. Ganz klassisch, wieder mal Licht machen hier. Ach, ich liebe doch einfach so eine Beleuchtung, finde ich geil. Hier werde ich dann alle meine verzauberten Bücher einlagern. Die muss ich dann mal irgendwann noch hierhin transportieren. Hab so keinen Bock drauf, aber das macht mir schon. Die Reparaturbücher habe ich mal geholt. Das ist mein Zaubertischchen. Hier habe ich auch eine kleine Schaltung gemacht, damit ich hier einen Zaubertisch habe, wo ich die Level anpassen kann. Und zwar macht man das mit Hilfe von diesem Bilderrahmen. Das Item wird einfach gedreht. Und dann verkürzt man das Redstone-Signal hier. Da kann man ihn immer ein Stückchen weiter runterschalten. Oder eben komplett hoch. Geil, oder? Sieht auch mega aus. So hat man einen Zaubertisch. Wie gefällt's euch? Sagt doch, wie gefällt euch das? Ich find's super. Ich find's mega gut. Fürs nächste hole ich uns mal ein bisschen. Ja, wir können Bruchstein reinschmeißen. Ah, hier habe ich noch eine kleine Wasserquelle. Das kann ich euch ja zeigen. Eine unendliche Wasserquelle, wo ich mir immer wieder Wasser holen kann. Warte, den können wir befüllt lassen. Hier noch drei Braustände für die Tränke, die ich hier von Hand machen will. Kisten braucht man immer. Das ist ein kleiner Mülleimer. Den kann man an- und ausschalten. Sagen wir jetzt mal, ja komm, schmeißen wir mal ein paar Sticks rein. Jetzt hört man ja nichts. Optionen. Doch, ist hochgestellt. Theoretisch solltet ihr jetzt das Klicken hören. Unten wird es dann einfach in einen kleinen Lavasee reingeschmissen und die Items sind dann verbrannt. Ja, man hört's. Okay. Ja, das Klicken hat man gehört, hä? Finde ich auch mega chillig. Als nächstes hier noch mein kleiner Ofen. Ich sehe gerade, hier ist ein bisschen dunkel. Ja, nur hier kommen die fertig gebrannten Sachen rein. Also zum Beispiel den Stein.
Hier kann ich den Brennstoff reinwerfen. Also meistens nehme ich hier die Lava-Eimer. Dann kann ich die hier reinschmeißen. Das geht dann hoch und dann in die Öfen rein. Und hier ganz einfach das Material. Wenn wir jetzt einfach mal Bruchstein hineinschmeißen, sollte das hier irgendwann anfangen zu brennen. Jetzt hört ihr schon, wie es nach oben transportiert wird. Mal was essen hier. Ja, jetzt ist es angekommen. Der zweite Ofen wird nur gebraucht, wenn es dann hier wirklich so viel drin hat, dass es den zweiten auch braucht. Das ist halt einfach, hier ist ein Level 6 Ofen, darum wird der ab und zu auch befeuert hier. Nicht so schlimm. Ja, jetzt brennt das hier durch. Dann kann ich hier natürlich noch auf offen und geschlossen stellen, die Öfen. Jetzt ist es offen, jetzt kommt der Stein hier direkt rein, wie er das so schön sieht. Oder ich mache den einfach zu, damit ich mir dann auch die XP abholen kann. Ding. Ding. Jetzt nicht Ding, hä? Das war zu wenig. Gib mir XP, ich brauche ganz viel XP. Die Leute wollen XP. Ding. Genau. So. Lassen wir jetzt mal offen, dann geht das hier durch. Dann als letztes in meiner Werkstatt ist diese ganze Reihe hier ein einziger Braustand, beziehungsweise vier. Ich habe hier vier Anlagen, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Hier hinten ist dann einfach noch der Technikraum. Funktionieren tun die ganz einfach. Ich kann hier neue Flaschen in den Braustand leeren. Dann werden die hier gefüllt. Jetzt sind sie drin. Dann kann ich bei jedem Braustand zwischen zwei Tränken wählen. Hier habe ich Feuerschutz und Atmung. Machen wir mal Atmung. Und schon geht's dann hier, sollte es hier dann losgehen mit den Zutaten. Nederwarze. Dann wird das gebraut. Als nächstes kommt dann natürlich der Kugelfisch. Und zuletzt dann noch das Redstone. Wir wollen ja schließlich 8 Minuten Getränke. Das kann ich dann hier auf der ganzen Reihe machen. Hier hinten habe ich zwei Anlagen mit Schnelligkeit und Stärke. Schnelligkeit und Stärke. Und hier vorne ist Feuerschutz und Atmung. Feuerschutz und Atmung. Das, was ich so am meisten brauche. Die kann ich dann hier auch einsortieren. Mein Getränkelager, Schnelligkeit, Stärke, Atmung und so. Und hier habe ich noch ein paar Regenerationstränke fürs End- und Direktheilung, die man dort findet. Regenerationstränke mache ich ganz, ganz einfach von Hand, da ich die nicht so oft brauche. Wir gehen doch mal schauen, wie weit... Ah, das ist schon das Letzte. 3 Minuten, jetzt haben wir 8 Minuten, wenn das fertig ist. Derzeit kann ich ja machen, was ich will. Kann ich die Flaschen einfach wieder leeren. Und zack, sind sie hier drin. 3 Stück. Wunderbar, oder? Das ist der erste Stock, den ich gebaut habe. Ich denke, der wird auch so gelassen. Ich brauche eigentlich in meiner Werkstatt nicht mehr wirklich viel. Vor allem, weil man ja jetzt auch slash craft und slash EC gratis machen kann. Da könnt ihr ja einfach hier die Craft, wie sagt man, die Workbench. Ich habe das jedes Mal nicht im Kopf. Kann man hier einfach aufmachen und hier drin craften. Und es kostet nichts mehr. Von daher werde ich mir hier auch gar keine aufstellen. Das hier ist der Platz, wo ich dann meine Schalker hin platzieren kann, damit die einfach auch irgendwo ein bisschen schön versorgt sind, wenn ich dann vom Farmen komme oder so. In den Ecken habe ich mir jeweils so Regale gemacht, damit ich vielleicht mal ein Köpfchen aufstellen kann oder so. Ja. Ansonsten ist das eigentlich schon das komplette Erdgeschoss.
Wenn wir hier wieder ausschalten. Ich habe natürlich schon noch ein bisschen weitergebaut. Das Lager ist auch schon fertig. Ich denke, doch, das Lager können wir noch zeigen. Das wäre irgendwie zu langweilig in einer einzigen Folge. Ah ja, hier seht ihr übrigens noch das Ganze für das Licht. Hier sind die Getränkeanlagen. Jo, alles schön aufgebaut. Das ist der Ofen, wo die Items nach oben transportiert werden. Dann einmal Material und Brennstoff reingeht. Jo. Das Lager ist dann eins weiter oben. Und zwar hier. Jetzt machen wir mal wieder dunkel. Denn auch hier haben wir Beleuchtung installiert. Tadam. Ja, geht an. Okay. Jo. Hier habe ich gedacht, ein bisschen Holz schadet doch nicht, oder? Sieht cool aus. Mir gefällt es richtig gut. Auf dieser Reihe hier habe ich die drei Kisten miteinander verbunden, kann also alles von oben reinschmeißen, entweder hier und geht runter oder da und es geht bis unten und füllt sich immer in die unterste Kiste nach. Habe ich vor allem für Items, die ich viel farme, also wie Quarz, das wird dann schnell mal voll hier. Koppel kann ich dann auch mal noch komplett füllen. Ja, so Stein, den ich gebrannt habe und so. Hier hinten habe ich noch Netherziegel, die muss ich auch öfters machen, damit ich die Farm bauen kann im Nether. Das Ganze sieht dann einfach so aus, das kann ich euch mal zeigen. Oh shit. Ja, doch, können wir hier anschauen. Also die sind dann einfach mit Trichtern verbunden, so dass die Items nach unten gehen. Bei den restlichen Kisten habe ich das überhaupt nicht gemacht. Die sind hinten hohl. Wo komme ich jetzt am besten da hinten rein? Am besten hier. Hä? Schauen wir mal hier rein. Da ist einfach noch Platz. Habe ich noch Platz gelassen. Wenn ich mal irgendwelche Kisten miteinander verbinden will, habe ich die Möglichkeit. Was mir sehr gefällt. Da ist der Raum für die Wartung von den Trichtern hier. Was die hier runterführen, das zeige ich euch in einem separaten Video zu. Das war eigentlich der komplette Rundgang. Natürlich müssen wir Licht ausschalten. Ich zahle doch hier nicht die ganze Zeit Strom für nichts. Hier auch Licht aus. Hat's genommen, ab und zu treffe ich den Knopf nicht. Licht aus. Und dann sind wir eigentlich fertig. Ich brauche immer noch eine Idee für das enorme Erdgeschoss. Hier will ich einfach nur dekorieren, aber eigentlich, ja, ich will es für nichts anderes nutzen, also nicht wirklich etwas Nützliches wie Farmen oder so. Ich will hier einfach nur einen Dekoraum machen, aber ich habe überhaupt keine Vorstellung, was ich hier reinmachen möchte. Ansonsten bin ich hier unten auch noch ein bisschen am Bauen. Hier kann ich dann noch die Choruspflanzen richtig setzen. So, und eine Etage oben muss ich sicher noch machen. Ich bin jetzt bei 1, 2, 3, 4 und dann kommt sicher noch eine fünfte. Genau, 5 sollte, ja, ich denke 5 und dann ist mal fürs erste fertig. Da hinten baut noch mein Nachbau. Finde ich auch mega cool. Also, schön, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.